Moin moin, hallo, da bin ich wieder. Ich wurde gefragt, ob ich einmal ein Tutorial machen könnte über GIMP. Und das wollen wir heute einmal machen. Und zwar wirklich gnadenlos für Anfänger die ersten Schritte mit diesem wunderbaren Bildbearbeitungsprogramm. So, dafür habe ich euch, das könnt ihr sehen, hier in der, machen wir das mal ein bisschen größer, Übersicht, darum soll es heute in diesem Tutorial gehen. Ich mache mich mal etwas kleiner, damit wir gleich Platz haben. Einmal um den Download, wie installiere ich das Programm und wenn ich dann Bilder bearbeiten möchte, wie schneide ich sie zu, wie skaliere ich, das werde ich euch gleich genauer sagen, was das ist. Wie verbessere ich Fotos und zum Schluss natürlich, wie speichere ich das Ganze richtig ab. Gut, das allererste, ihr solltet natürlich einmal auf die Seite gehen. Ich habe hier eine US-amerikanische Seite für GIMP gefunden. Und ihr könnt euch also, wenn ihr jetzt einen Windows-Rechner habt, das Programm hier einfach runterladen. Oder wenn ihr Linux benutzt, so wie ich das mache, habt ihr zwei weitere Möglichkeiten. Das erste ist, über die Konsole oder den Terminal gebt ihr, so wie ihr das kennt, folgenden Befehl ein: sudo apt-get install gimp. Und normalerweise dann gebt ihr euer Passwort ein und es müsste dann das Programm installiert werden. So, mache ich jetzt nicht, ne? Das ist bei mir schon installiert. Lösung 2 oder Möglichkeit 2 ist, wenn ihr Ubuntu installiert habt, könnt ihr über die Software oder den Application Manager Discover zum Beispiel GIMP eingeben und ihr seht, da oben ist es schon angezeigt, hier müsste man jetzt auf Installieren klicken, bei mir ist es schon und deswegen brauchen wir das auch nicht zu machen. Ich benutze AppGrid als Paketmanager, soll sehr gut sein für Ubuntu, ein bisschen schneller und ein bisschen bessere Auswahl. Den könnt ihr euch auch installieren. Und hier ist es ähnlich, ich gebe GIMP ein und hier oben haben wir dann schon die Anzeige. Das Programm könnte ich jetzt also, wenn hier es nicht installiert wäre bei mir, würde hier installieren stehen. Ich drücke auf Installieren, gebe das Passwort ein und das war's schon. Gut, wir gehen also davon aus, ihr habt GIMP installiert und den nächsten Schritt, den wir uns dann einmal anschauen, das ist das Zuschneiden eines Bildes, eines Fotos. Gut, dafür müssen wir das Programm einmal starten und da haben wir es schon. So, ich muss immer etwas rüber schauen. Ich arbeite mit zwei Bildschirmen. Ich habe hier jetzt diesen Start oder dieses Startfenster. Das ist normalerweise das, was bei euch auch aufgehen wird. Und zwar ist das hier einmal die Werkzeug oder das Fenster, was sozusagen die Werkzeuge oder Toolbox hier angibt. Dann haben wir hier das Hauptfenster, ne, so wie man das halt kennt, mit Datei bearbeiten, Auswahl und so weiter. Und ihr habt hier das Ebenenfenster. Dazu nur ganz kurz, ihr könnt das Foto also mit verschiedenen Ebenen bearbeiten. Dafür braucht man hier dieses extra Fenster, aber darum soll es heute gar nicht gehen, deswegen vernachlässige ich das einmal. Gut, wir laden ein Bild rein. Dafür gehe ich hier auf Datei, Öffnen. Und suchen mir da ein Bild aus oder ihr macht es andersrum, ihr geht in euren Dateimanager und könnt dann hier, wenn ihr jetzt also Bilder habt, könnt ihr also hier zum Beispiel auf Rechtsklick Open with GIMP Editor und dann geht das auch. Okay, also entweder hier öffnen, dann sucht ihr euer Bild raus und klickt auf Öffnen und schon ist das Bild hier in der Vorschau. Gut, das erste vielleicht hier unten, ihr seht, hier steht 33,
3% oder was. Und das Ganze könnt ihr natürlich hier, wenn die Ansicht euch zu klein oder zu groß ist, könnt ihr das Ganze hier ändern. Ist aber in Ordnung so. Und ihr seht jetzt also diese komische Blume hier, die ich fotografiert habe in der Wüste, die ist ja nicht ganz zentriert. Das wollt ihr wahrscheinlich ändern. Eine der Hauptfunktionen, man muss das Foto richtig ausschneiden oder zuschneiden. Dafür gehe ich hier in die Werkzeug- oder Toolbox-Leiste und ihr seht hier rechteckige Auswahl, einen Bereich auswählen. Das klicke ich an und jetzt suche ich mir die obere linke Ecke des Fotos, wo ich meine, dass sie ungefähr sein soll. Klicke die linke Maustaste, ziehe dann mit gehaltener linken Maustaste die Auswahl zurecht, lasse los und ihr seht, ihr habt jetzt hier diese Box oder diesen Kasten. Und jetzt kann ich hier an der Seite noch nachjustieren, wenn mir das so nicht passt. Und wenn ich jetzt sage, okay, das ist gut, das gefällt mir der Ausschnitt, gehe ich hier oben auf Bild und dann auf Auswahl zuschneiden. Das Ganze anklicken und ihr seht schon, ist das Bild dann richtig ausgewählt. So, jetzt denke ich mal, dass bei den meisten das schon so der Hauptschritt oder die Hauptnutzung des Programms GIMP ist, dass man also einfach nur erstmal Bilder ausschneidet. Und deswegen zeige ich euch jetzt schon mal, wie könnte ich dieses Bild abspeichern. Wenn ihr also jetzt schon fertig wäret, geht ihr dann hier auf Exportieren, Exportieren als, gebt hier oben dem Bild einen neuen Namen und wenn bei euch nicht als Endung JPEG steht hier oben, dann könnt ihr das so manuell ändern oder ihr könnt das hier in der ging vielleicht jetzt zu schnell, also entweder ändere ich hier oben manuell auf JPEG, das gängigste Format, oder ich suche mir das hier aus. Vielleicht brauche ich ja auch mal ein anderes Format und dann gehe ich auf Exportieren, wieder exportieren und dann speichert er das Programm in meiner oder in einem bestimmten Ordner ab. Gut, ich breche das mal ab, das machen wir jetzt ja noch nicht. Eine Sache noch, wenn ihr seht, okay, ich habe jetzt mit dem Zuschneiden einen Fehler gemacht, dann könnt ihr das Ganze auch rückgängig machen, wie man das kennt von anderen Programmen. Ich gehe hier auf Bearbeiten, rückgängig, nichts auswählen, nochmal rückgängig, bis mein Bild wieder. So, jetzt habe ich wieder mein ursprüngliches Bild. So, ihr seht, jetzt ist auch die Auswahl hier weg. Und wir gehen jetzt einmal weiter mit dem nächsten Punkt. Wir haben also jetzt das Zuschneiden besprochen, ganz grob jedenfalls. Und wir kommen jetzt zum Skalieren. Skalieren meint eigentlich, dass ihr die Größe, das Datenvolumen sozusagen des Fotos ändert. Ja, wenn man zum Beispiel Bilder hochlädt auf YouTube oder auf irgendeiner Webpage, dann ist das natürlich oft unvorteilhaft, so riesengroße Dateien hochzuladen. Und deswegen muss man ein Bild, was man vorher zugeschnitten hat, wie jetzt zum Beispiel hier eine Pflanze, dann auch etwas verkleinern von der Datenmenge. Also, wir schneiden noch mal eben schnell wieder zu, damit ihr euch auch daran gewöhnt. Ausgewählt, Bild auf Auswahl zuschneiden. So, jetzt möchte ich das ganze Bild aber verkleinern. Jetzt gehe ich hier oben auf das, wo haben wir es denn? Skalieren Werkzeug. Einmal hier dieses Kreuz. Da kann ich draufklicken und dann hier oben in der Ecke das Bild. Ihr seht, wie es sich jetzt hier verkleinert. Skalieren oder, wie ich das oft mache, ich gehe hier auf Bild. Das ist die zweite Möglichkeit und klicke dann hier auf den Eintrag Bild skalieren. Dabei achtet ihr bitte darauf, dass diese Klammer hier nicht auf ist, denn jetzt könnte ich sozusagen die Breite und die Höhe verändern, ohne dass auf das richtige Seitenverhältnis geachtet wird. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, steht es jetzt auf 1401 Pixel, ich ändere das jetzt mal auf 600 und würde jetzt skalieren machen, dann seht ihr, das ganze Bild ist verzerrt oder gequetscht oder gestaucht, wie immer man das jetzt nennen mag, ist auf jeden Fall nicht richtig so. Und wieder auf rückgängig, gehen nochmal auf Bild skalieren
Und wir achten darauf, also dass die Klammer hier zu ist. Ist sie jetzt auch. Wenn ich draufklicke mit links mit der Maustaste, ist sie auf. Jetzt wieder zu. Jetzt kann ich hier natürlich auch noch angeben, wie möchte ich das Bild skalieren. Wir bleiben hier, das ist das Übliche bei Pixel und geben jetzt, sagen wir mal, weil wir jetzt wissen, dass wir diese oder jene Pixelgröße brauchen, 610 Pixel in der Breite. Gehe hier mit der Maus raus. Ihr seht, hier ist automatisch jetzt der Wert angepasst. Gehe ich jetzt auch skalieren. Ihr seht, das Bild ist wesentlich kleiner. Man könnte das Ganze jetzt dann auch wieder exportieren als, wenn man dann vergleicht, sieht man, dass das Bild eine wesentlich kleinere Datenmenge hat. Ich gehe wieder auf rückgängig. Halt. So, machen wir auch mal den Ausschnitt wieder zurück. Das brauchen wir alles nicht. Denn ich möchte euch jetzt den nächsten Teil einmal vorführen. Das, was euch sicherlich auch interessiert, das Bild möchtet ihr verbessern. Also, es ist vielleicht nicht scharf genug, es ist zu dunkel, zu hell. Oder es ist ein Foto, bei dem ihr seht, oh Gott, ich würde das gerne als Bewerbungsfoto abgeben, aber hat es gerade dummerweise einen Pickel oder Augenränder, ich bin zu müde. Ihr möchtet also euer Bild ein bisschen aufmotzen oder verschönern. Dafür vielleicht das allererste hier oben bei Farben. Seht ihr, da könnt ihr also hier einmal zum Beispiel Farbton und Sättigung, finde ich, ist relativ häufig zu benutzen, dass man sagt, okay, die Farben sind mir zu schwach, die Sättigung würde ich gerne etwas ändern. Ihr seht jetzt, dass das immer farbiger wird hier, bis es schon total übertrieben ist. Oder man nimmt die Farbe ganz raus, das Foto ist jetzt schwarz-weiß. Es ist überbelichtet oder unterbelichtet, das heißt, ihr könnt also auch hier ganz einfach durch Verschieben der Regler die Belichtung anpassen. Mein Rechner ist jetzt ganz schön am Rappeln und Laufen. Die Lüftung des Tuxedo-Rechners rast jetzt hier hoch. Also das ist natürlich auch noch so eine Sache, die GIMP braucht relativ viel Ressourcen. Also wenn ihr einen ganz, ganz alten Rechner habt, kann es natürlich sein, dass das Ganze ein bisschen dauert. Ja, weil das wird hier immer direkt umgerechnet und ist eine ganze Menge an Rechenpower, die man da braucht. Gut, also hier könnt ihr Sättigung, Helligkeit und Farbton anpassen. Ich mache das rechtes Mal ab, brauchen wir ja nicht. Das Foto ist ja auch so schon ganz in Ordnung. Dann Helligkeit und Kontrast. Vielleicht auch oft zu benutzen, vor allem der Kontrast. Ne, den kann man also hier hochsetzen und natürlich dann also aus dem Foto alles rausholen. Je nachdem, wofür ihr das braucht, kann man das schön hier ändern. Gut, was könnte ich euch noch empfehlen? Die, ja, ich denke mal, das reicht ja erstmal hier. Also Farbe ändern, Schärfe ändern, okay, und das andere, da könnt ihr natürlich auch einmal selbst ausprobieren. Kaputt machen kann man nichts. Im Endeffekt, wenn ihr euch vertan habt, geht ihr auf rückgängig oder auf abbrechen. So, was ich euch noch zeigen wollte, nachdem wir jetzt also das Bild ausgeschnitten, verkleinert bzw. skaliert haben, und ihr habt die Helligkeit, die Farbe geändert, gibt es noch eine ganz schöne Sache, die man, finde ich, für Bewerbungsfotos oft brauchen kann. Ihr könnt also heilen. Damit meine ich, dass es Stellen gibt im Gesicht zum Beispiel mit einem Pickel und den möchtet ihr gerne weghaben, ohne dass es groß auffällt. Wie geht das? Dafür geht ihr auf Filter. Und dann auf Verzerren und dann rechts hier im Menü auf iWarp oder eWarp oder wie immer man es ausspricht. So, was macht das hier eigentlich? Dieses iWarp habe ich jetzt gerade etwas, Entschuldigung, bin etwas vorgesprungen, aber bleiben wir dabei. Hiermit kann man also das Bild verzerren, schrumpfen, erweitern. Also ich habe es benutzt, wenn man zum Beispiel ein Bikini-Foto hat und man sieht die Wampe und oder die Speckfalte und man möchte sie ein bisschen verkleinern. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit hier mit diesem Tool. So, dafür braucht ihr aber, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ein Foto, was also eine ausreichende Größe hat, ein Pixel. Ansonsten ist nämlich hier dann in diesem Vergrößerungsfeld das kaum zu sehen, wie man es verbessern kann. Ihr könnt also hier jetzt die Deformation auswählen.
Ne, schrumpfen, vergrößern. Wir müssen uns jetzt immer vorstellen, wir haben hier einen Menschen, ja? Und ihr wollt jetzt zum Beispiel die Speckfalte schrumpfen, dann müsst ihr hier die Deformation oder den Radius, also in welchem Umfeld soll das Ganze geschrumpft werden, wenn ich also hier jetzt gleich rumschrumpfe, wie groß ist also der Radius der Schrumpfung? Ja, dann die Stärke der Deformierung, soll es nur ein bisschen oder ganz extrem geschrumpft werden, dann müsst ihr also mal ein bisschen ausprobieren. Und ich kann mal eben gucken. Ah, ihr seht jetzt hier, das ist also ganz extrem. Gehen wir wieder zurück. Die Deformierradius setzen wir wieder etwas runter. Ja, ihr seht jetzt, jetzt habe ich die Pflanze ein bisschen kleiner gemacht, fällt kaum aus. Auf, wieder zurücksetzen. Das war schon mal ganz gut. Und Deformation setzen wir auch mal runter. So, jetzt klicke ich einmal immer noch kurz. Ihr seht, es geht nur ganz bisschen. Ihr stellt euch vor, das ist eine Speckfalte und ihr klickt die einmal so kurz drauf und zack, ist sie schon ganz klein ein bisschen weniger. Oder eure Nase ist zu dick und ihr möchtet sie einfach ein bisschen schrumpfen. Ja, dann seht ihr, jetzt ist die Pflanze sieht ganz anders aus und es würde, glaube ich, keinem auffallen. Ja, man kann natürlich auch Sachen vergrößern, ne? Also wenn man jetzt sagt, diese Pflanze hier ist mir viel zu klein, die soll ein bisschen größer sein, bisschen dicker, so, das sieht einfach besser aus. Ihr seht, zack, sieht das Ganze schon größer aus. Also da kann man wunderbar mit rumspielen, probiert das mal aus bei Bewerbungsfotos. Nur nicht übertreiben, weil sonst wirkt es unnatürlich und das ist natürlich nicht schön. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr alles richtig gemacht habt, drückt ihr auf OK und dann wird es umgerechnet und fertig. Gut, der letzte Punkt hier in unserer Liste war das Heilen. Heilen meint, wie ich es eben gesagt habe, ihr habt zum Beispiel eine unreine Hautstelle, die möchtet ihr weghaben. Dann geht ihr hier auf dieses Pflaster oder Heilen-Werkzeug und klickt mit der linken Maustaste einmal drauf und dann seht ihr hier unten drunter gehen die zusätzlichen Werkzeuge auf, dass man zum Beispiel die Größe des Tools oder des Pinsels, mit dem man dann heilt, einstellt. Nehmen wir den hier jetzt. Kann man also hier auch noch rumprobieren, wie groß das alles sein soll, das Werkzeug zum Heilen. Also wie gesagt, Heilpflanze hier angeklickt und dann seht ihr hier unten auch schon eine Erklärung. Steuerung klicken, setzen Sie eine Quelle für die gute, nenne ich es jetzt mal Haut. In meinem Beispiel ist das jetzt hier Schatten und Erde, aber ich sage jetzt mal, ich muss es etwas vergrößern, sonst könnt ihr das gar nicht sehen. Also noch ein bisschen größer. 100%. Also mir geht es jetzt darum, dieser Bereich hier soll jetzt eure Haut sein und das hier ist jetzt eine Falte, die wollt ihr jetzt nicht haben, weil ihr wollt schöner aussehen. Dann klickt ihr auf die gesunde Stelle, Steuerung und Klick. So, jetzt hoffentlich habe ich es richtig gemacht. Jetzt hat er sich das hier als gesunde Haut gemerkt. Und jetzt müsste ich eigentlich hier mit, ah, wunderbar, heute klappt das mal. Seht ihr, jetzt ist die Falte weg und wenn ihr jetzt merkt, okay, ich habe zu oft drüber gewischt, also ich habe die linke Maustaste gedrückt und dann runtergezogen. So, und hier war so ein Punkt und nochmal geklickt, ihr seht. Und ich war sogar, hier ist noch eine Falte, die machen wir einmal weg oder war es zu viel. Da muss ich auf rückgängig gehen. Seht ihr, wenn ich auf rückgängig gehe, ist das hier wieder weg. Ne? Also das, da muss man aufpassen, wenn das jetzt so stark ist, vielleicht hier die Größe des Pinsels wieder ändern. Vielleicht geht es jetzt, ah, ich weiß nicht, ich zucke immer am Ende. Und deswegen ist das dann nicht so schön. Also mal ganz ruhig. Ja, so geht es. Gut, aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Ne, wenn ich jetzt wieder aus der Vergrößerung hier rausgehe, wie das vorher aussah, bei 33%, sieht man es kaum. Also hier war eben noch dieser große Riss. Jetzt stellt euch das vor, wenn er winzig kleinen Pore oder Pickel oder was auch immer, eine Narbe, das könnt ihr so wunderbar ausarbeiten. Nur aufpassen, dass es nicht zu übertrieben wirkt, denn das fällt dann auf und es ist natürlich super schlecht, wenn man dann ein Bewerbungsfoto abgibt und ihr stellt euch vor und der Chef kriegt einen Chef, wie hässlich und alt ihr wirklich aussieht. Okay, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Tutorials. Ne, wir haben also uns angeguckt, wo kann ich GIMP runterladen, wie kann ich es installieren. Die Grundfunktion zuschneiden, skalieren und dann verbessern des Fotos, heilen und das Speichern am Ende hatte ich euch auch schon gezeigt. Jetzt aber nochmal am Ende. Wenn wir jetzt fertig wären, gehe ich hier auf
exportieren, suche mir das passende Dateiformat aus oder gebe hier oben das, was am häufigsten gängige JPEG an. Ist jetzt bei mir schon voreingestellt, weil ich es eben schon per Hand eingegeben habe. Und dann drückt ihr auf Exportieren, Ersetzen. Jetzt wird er das Foto überschreiben, aber beim ersten Mal würdet ihr also jetzt das Foto abspeichern und dann habt ihr es in eurem Dateimanager abgespeichert. Gut, und damit sind wir am Ende. Das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was beibringen und habe mich nicht zu oft versprochen. Wir sehen uns oder wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Alles Gute, bis dann. Tschüss.